Hallihallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play. Danganronpa 2 Goodbye Despair. Ich bin dieses Mal alleine. Ich habe jetzt eine männliche Facecam und ich habe jetzt darauf geachtet, dass meine Augen. Man sieht das jetzt bestimmt schon, dass meine Augen nicht an. Ich schalte mal kurz was ein und gucke, ob es so besser geht. Ich weiß es nicht, ob meine Augen, dass meine Augen selbst so bewegen, wie sich meine wirklichen Augen bewegen. Nur leider blinzelt der Charakter da nicht immer, obwohl ich blinzel, sondern macht die Augen nur so halb zu, weil meine Cam halt einfach nur scheiße ist. Aber gut, jedenfalls jetzt mit männlichen, fiktiven Charakter und eventuell sieht man ja ein paar Reaktionen von mir anhand meine Augen. Da bin ich jetzt mal gespannt. Gut, und ich würde sagen, die Folgen werden so 15 bis 20 Minuten lang einfach, weil sich jedes Mal bei mir jemand beschwert, dass meine Videos so lang werden. Ja, und deswegen gibt es jetzt 15 bis 20 Minuten Folgen. Gut, wir wasten am besten keine Zeit. Niemand? Mann, ich kann jetzt schon sehen, wie diese Idioten reagieren werden mit ihren Fratzen. Aber ihnen wird es bestimmt gefallen. Ganz bestimmt. Also ran ans Meer. Ja, und ich habe bis zur Erkundung der nächsten Insel leider schon vorgespielt. Weil ich habe das mit meiner echten Facecam aufgenommen und Und dann habe ich mich jetzt halt dafür entschieden, dass ich meine Face-Rig-Cam nehme und das Licht stört mich mega und ich glaube eh auch nicht, dass das Licht in irgendwelchen Sinnen Nutzen hat, oder? Oder geht's besser mit dem Licht? Ich habe keine Ahnung. Ich lasse es einfach jetzt an. Ahem! Hope Speak Academy School Trip Executive Committee has an announcement to make. Good morning, everyone! Looks like today is gonna be another perfect tropical day! Now then, let's show some enthusiasm and make sure to give it our all today! Es ist morgen. Letzten Endes habe ich mir so viele Sorgen um Fuyuhiko gemacht, dass ich nicht geschlafen habe. Dass er sich in Pekos Hinrichtung einmischt und so fürchterlich verwundet wird. Wird er das wirklich überleben? Und hätten wir zulassen sollen, dass Monokuma ihn mitgenommen hat? Ich kann nicht anders, als geschockt zu sein. Mein Körper trägt diese unbeschreibliche Last mit sich. Ich kann es kaum aushalten. Aber das hat jetzt ein Ende. Ich kann nicht hier bleiben und nichts machen. Mit einem tiefen Atemzug hob ich meinen Kopf vom Kopfkissen. Ich sollte schnellstmöglich zum Restaurant gehen und mit den anderen sprechen. Das ist ein guter Anfang. Bevor wir irgendwas machen, sollten wir uns gegenseitig helfen. Ich werde auf jeden Fall herausfinden, ob es Fuyuhiko gut geht. Okay. Uns fehlt ein Monokuma. Leider, leider. Ja, von hier weggehen. Puh. Okay, da ist niemand. Da ist Sonja. Halfway there. Ich habe gerade ein Achievement bekommen. Hajime Hinata breaks through Level 50. Ah, ich bin jetzt Stufe 50. Okay. Guten Morgen, Sonja. Hajime! Zurück mit dir! Wer denkst du, wer ich bin? I am sorry! Das wollte ich nicht. Vergiss, was du gerade gehört hast.
Alles klar? Das war knapp. Ich wollte mich schon vor ihr verbeugen. Es tut mir schrecklich leid. Weißt du, ich habe mir solche Sorgen um Fuyuhiko gemacht. Ich konnte nicht schlafen. Also muss ich Augenringe des Todes haben. I am ashamed. Bevor du mich länger ertragen musst, werde ich mir meine Nase pudern, wenn du mich entschuldigst. Aber sie sah wie sonst aus. Wie ich mir dachte, machen wir uns beide Sorgen um Fuyuhiko. Wird es ihm wirklich gut gehen? Bestimmt. Ich hole mir mal kurz einen Kaffee. So, bin wieder da und habe mir einen Kaffee gemacht. Ach. Wir haben uns geschworen, zusammenzuarbeiten. Also warum? Warum hören wir nicht damit auf? Tja, das kann ich dir nicht sagen, Hajime. Ich muss echt mehr reden, ist mir aufgefallen. Wenn nichts passiert, dann bin ich immer voll still. Chiaki. Counter-Strike Global Offensive hat angekündigt CSGO 2021 Major. Aha. Morgen, Chiaki. Hey. Guten Morgen. Schon wach? Ja, ich konnte nicht mehr einschlafen. Ich verstehe. Wie immer am Spielen. Aber vielleicht ist das ihre Art, mit Trauer umzugehen. Was muss ich tun, damit ich gestern vergessen kann? Wenn uns ständig alle Erinnerungen entrissen werden, warum nicht jetzt? Warum? Tja, also Hajime, ne? Spielt das so welche Spiele? Die Spiele sind auf ab plus 18, deswegen call ich da jetzt nicht allzu viel. Aber da gibt es so ein Genre, das ich gerne spiele und auch schaue. Da vergisst man Sachen durch. Also jeder, der es verstanden hat, einfach mal in die Kommentare ballern. Okay, also Chiaki ist hier. Wir haben hier nicht irgendwo einen Monokuma rumgammeln, ne? Ich glaube, den haben wir immer bei den Freizeiten oder sowas. Ich bin mir nicht sicher. Da haben wir Bildschirm und Kamera, Spielautomaten. Ich will erstmal nichts mit Spielen zu tun haben. Warum? Spiele sind toll. Durch Spiele kann man gut vergessen, Ninju. Treppen. Die Treppen nach oben in den Himmel. Natürlich nicht nur ins Restaurant. Wäre aber was gewesen. Hajime, du bist schon hier? Hyoko, was machst du hier alleine? Und warum bist du so angespannt? Ich bin doch nicht angespannt. Ich bin schon früh wach geworden, also kam ich direkt hierher. Ich verstehe. Dieses Mädchen verhält sich seltsam. Führt sie wieder irgendwas im Schilde? Das weiß ich nicht, Hajime. Das weiß ich nicht. Habe ich dem eigentlich vorher Hajime genannt oder Makoto? Ich glaube, ich habe den gerade vorher draußen noch, als er gesagt hat, warum tun wir das alles, habe ich, glaube ich, noch Makoto gesagt. Upsi. Warum? Holy shit. Vermutlich führt sie irgendwas im Schilde. Zumindest wissen wir, dass sie irgendwas im Schilde geführt hat. Und wahrscheinlich noch gar nicht schlafen war. So. Was zur Hölle ist das? Eine Art Tafel wurde aufgestellt, aber was ist das alles? Mir läuft ein kalter Schauer über den Rücken. Ich sehe irgendwelche Fotos darauf.
Hat Mahiro sie nicht geschossen? Aber warum sind sie so hässlich aufgestellt? Yay! Wow, was ist das alles? Was für eine süße Dekoration! Keine Ahnung, wer sich die Mühe dafür gemacht hat, aber wow, der hat echt sein Bestes gegeben. Mahiro wird auch glücklich sein. Wir sollten dieser Person unbedingt danken, oder nicht? Hey, Hyoko. Warst du? Hallo. Guten Morgen. Es ist selten, nur euch beide hier anzutreffen. Ich hoffe, ich bin nicht zu leise, wenn ich die spreche. Was schaut ihr euch an? Was sind das für schlimme Fotos? Holy shit. Ich habe so eine Reaktion erwartet. Yo, was ist passiert? You? Was geht hier ab? Wer braucht eine Faust in die Fresse? Huh? Alter, beruhigt euch doch mal, meine Ohren. Das ist echt schlimm. Ich hab die ganze Zeit keine Stimme. Bitte schaut euch diese Fotos an. Ah. Ups, Entschuldigung. Alter, ich mach das jetzt so. Fotos? Fotos? Wow! Was zum Fick? Hey, 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 hey! Was für ein gruseliger Scheiß ist das? Wird sowas nicht für Hexenkunst gebraucht? Das ist klar eine Beleidigung gegen Mahiro. Damn it. Keine Ahnung, wer diesen Scheiß hier zusammengestellt hat, aber er muss echt die Frechheit haben. Das ist zu viel. Auf diese Weise Mahiro Fotos zu verunstalten, das... Ah, wartet. Ich verstehe, was ihr meint, aber vermutlich... Guten Morgen, Jedermann. Good nom nom nomming! Guten Mahampf. Ah! Was geht mit dieser Hässlichkeit ab? Schaut, meine Pupillen werden immer kleiner. Something like this. Es gibt keine Ausrede hierfür. Es ist einfach zu furchtbar. Welch ein grotesker Scherz eines Narren. Nein, ernsthaft, das... Hey! Echt mal, das ist einfach nur hässlich, Alter. Wer konnte sich sowas trauen? Warte, was? Hm? Ihr habt recht. Nie im Leben wäre Mahiro damit glücklich. Boah, ich muss mir immer überlegen, wie ich den spreche. Sie wäre nicht nur unglücklich damit, nein, sie wäre so wütend. Sie würde Blut weinen. Alter, wer war das? No! Nein, wir müssen nach dem Verbrecher später schauen. Erstmal... Feuer! Wo ist das Feuer? Wir werden ein Lagerfeuer bauen, das Mahiro retten kann. Ernsthaft? Ihr versteht das nicht. Hold it. Ihr dürft es nicht verbrennen. Jemand hat sich die Zeit und Mühe gemacht, dieses Denkmal für Mahiro zu machen. Es muss bleiben, ja? Für Mahiro? What the heck? Bist du dir sicher, dass das Mahiro ehren soll? Für mich sieht es eher wie Respektlosigkeit aus. You think so? Ernsthaft? Es ist nur ein bisschen ungeschickt gemacht. Sie? Schaut es euch nochmal an. Und denkt daran, dass man um Mahiro trauern wollte. Perhaps. Obwohl man etwas ungeschickt war, hat sich die Person bestimmt größte Mühe gegeben. Wenn man es sich ganz genau anschaut, bemerkt ihr nicht die Gefühle, die hier sind? Mahiro ist nicht alleine. Sie wird für immer bei uns bleiben. Das wurde vermutlich mit diesem Gefühl errichtet. Right? Also muss es... Yep, es ist auf jeden Fall schön. Sehr schön sogar. I see. Jetzt, wo du es sagst, ich sehe es. You.
Inspirationsfreude ist groß. Ich will es nicht verbrennen. Huh? Wie bitte? It cannot be. Hast du dies vollbracht, Hyoko? Ich... Mahiro war echt nett, wirklich. Sie hat mir richtig höflich beigebracht, meine Kimono-Schärpe zu binden. Sie war echt gut darin, sich um andere zu kümmern. Mahiro ist bestimmt einsam, so alleine zu sein. Ich wollte ihr sagen, dass ich bei ihr bin, selbst wenn sie im Himmel ist. Ja, wie soll ich denn den Spaß sprechen? Hyoko, du. Ich wollte, dass es besser aussieht. Aber ich bin einfach so dumm. Ich kann nur tanzen, mehr kann ich nicht. Es tut mir leid. I am sorry. Heulen kann ich nicht nachmachen. Ich erlaube mir 1000 Worte der Entschuldigung. Ich habe deine Gefühle nicht in Betracht gezogen. Sorry, Hyoko. I'm sorry. Ich muss mich auch entschuldigen. Wow. Wie soll ich das sagen? Wir haben es einfach falsch verstanden. Alles gut. Ich meine, jetzt sieht es echt bedacht aus, wenn man es sich genauer anschaut. For now. Also, wir können es ja hier lassen, bis wir von der Insel runter sind. No. Meine Nase ist gerade zu, mein Ohr ist offen und ich habe Dauerfrosch im Hals. Warum immer, wenn ich aufnehme? Vorm Aufnehmen ist alles gut, da ist meine Nase nicht zu und gar nichts. Aber jedes Mal, wenn ich anfange aufzunehmen, ist meine Nase zu. Holy shit, einfach nur. Nein, es muss mit uns kommen. Es wäre sehr schade, würden wir... Es wäre sehr schade, würden solch wunderbare Fotos in Vergessenheit geraten. Also verbrennen wir es nicht. Impossible! Natürlich nicht. Wir würden es niemals zerstören. You. Warte, hast du nicht damit angefangen? I got it! Supi, dann vergebe ich euch allen, außer Mikan. Natürlich. Oh my. Warum? Warum bist du so streng mit mir? I see. Mann, das kam unerwartet. Miau! Ich hätte niemals geglaubt, dass Hyoko so leidenschaftlich und ernst sein kann. So. Was soll das? Hyoko hat echt ein nettes Herz. That's not it! Nett? Kommt schon, so ist das nicht. Jeez! Gott, hört bitte damit auf. Dir muss es nicht so peinlich sein. Stop it! Ernsthaft, hört auf damit. Hör auf, mich zu ärgern. Hyoko ist so niedlich, wenn ihr etwas peinlich ist. Shut up! Halt deine verdammte Klappe, du Schweinefresse der Nuttenklasse. Why only me? Also zum Glück kann ich meine Videos nicht monetarisieren, weil sonst wäre die Monetarisierung jetzt weg. Warum nur ich? Was habe ich dir getan? Zumindest wurde das jetzt geklärt. Es ist schön mit anzusehen, wie diese Konflikte gelöst werden. Wirklich?
Ehrlich gesagt bin ich eher erleichtert, dass wir uns darum keine Sorgen mehr machen müssen. Das passt zu dir. Well? Mit kleinen Schritten versuchen wir uns einander zu verstehen und wertzuschätzen. Deshalb müssen wir weitermachen und nach vorne blicken, ohne von der Verzweiflung traurig zu werden. Yep. Ihr alle könnt das schaffen. Ich auch. Schaffen? Huh? This body is uncooperative. Ich bin eingetreten. Möge der Teufel jegliche Unannehmlichkeit. What? Was zum... Was für eine schreckliche Opfergabe ist das? Ach, so eine faule Aura auszustrahlen. Impossible! Ein Wahn hängt an Mahiro, selbst nach ihrem Tod. Wenn wir es ansehen, werden wir noch verflucht. You're the worst! Was für ein hoffnungsloses Ding. Boah, wie böse ich gucke, wenn ich den spreche. In so einem hoffnungslosen Paradies wie diesem findet es keinen Platz. Es rieft vor Verrücktheit. Beeilen wir uns, damit wir es zerstören können. Ich kann nicht aushalten, es sehen zu müssen. I'll destroy you! Tretet beiseite! Ich mag nun diese barbarische, kontroverse Eidel der Dunkelheit zerschmettern. Meinst du wirklich, dass wir es schaffen können? Mhm. Wir brauchen wohl noch ein wenig Zeit. Dem stimme ich zu. Die Geschehnisse vor mir brachten mich zum Seufzen. Aber wenigstens war es friedlich und nicht hasserfüllt. Aber leider würde das nicht lange anhalten. Obwohl wir uns endlich näher gekommen sind, braute sich etwas Fürchterliches auf. Etwas, das eine Kluft zwischen uns errichtete. Etwas, was weitere Tragödien verursacht. Nicht nur für mich, für uns alle. Wir haben es bis dahin einfach nicht bemerkt. Folge 3. Alltag. Epidemie und Liebe. Gut, Leute, und ich würde sagen, ich danke euch fürs Zuschauen und ich hoffe, ihr schaltet auch in der nächsten Folge von Let's Play Danganronpa 2 Goodbye Despair wieder ein. Und schreibt mir unbedingt in die Kommentare, welche Stimmen, wie gut ihr findet und welche Stimmen ich versuchen soll, etwas anders zu machen. Und am besten auch noch Vorschläge, wie ich die machen soll. Weil ich sag mal, ich bin jetzt schon ziemlich hart am Limit, was meine verschiedenen Stimmen angeht. Aber ich kann ja mal was versuchen, ne? Naja, jedenfalls hoffe ich, dass ihr auch in der nächsten Folge wieder einschaltet. Ciao.